Es gab einmal einen Elektriker und man nannte ihn Emilio. Eines Tages fand eine Pizza im Wald. Die Pizza hat sauberhafte Anchovies. Emilio aß die Pizza und sie transportieren ihn zu einem anderen Land. In diesem Land gab es eine Prinzessin, aber auch ein großer Schneck. Die Schnecke entführte die Prinzessin. Die Schnecke heißt Schnauzer. Emilio musste die Prinzessin retten. Emilio ging auf seine Suche nach Prinzessin, aber Schnauzer hat viele Schnecken Günstlinge und Emilio musste die Günstlinge schlagen. Die Günstlinge warfen Schneckenmuscheln auf Emilio. Ging durch die Welt und sprang auf seinen Rücken. Endlich kam Emilio zu Schloss an. Emilio fand Schnauzer mit seinen Schneckengünstlingen im Kirchen und musste ihn schlagen. Nachdem Emilio die Schnecken schlug, warf Schnauzer auf ein Stromnetz. Schnauzer wurde durch den Stromschlag getötet. Don Emilio rettete die Prinzessin. Emilio und die Prinzessin aßen die Schnecken und sie transportieren sich nach Hause. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.